سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Alle Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und der Segen und Frieden sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf seinen Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen bis zum nächsten Tag. Meine Geschwister in Islam. Wir haben letzte Woche über das Königreich Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, über die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind immer noch beim Hadith, bei der Dua, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinem Herrn spricht. Kommt ein bisschen nach vorne, inshallah, bitte, Brüder. Inshallah, dass wir ja, ein bisschen enger untereinander sind. Jazakumullahu khair. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt: O Allah, Allahumma lakal mulku, au Allahumma lakal hamdu, anta maliku samawati wal ardi wa man fihi. O Allah, dir alleine gebührt der Lob. Wenn wir loben wollen, preisen wollen, dann müssen wir zuerst Allah preisen und loben. Warum? Weil er hat uns alles gegeben. Was wir wollen und was wir nicht wollen. Was wir benötigen und was wir nicht benötigen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns alles. O Allah, dir alleine gebührt der Lob. Warum? Weil du bist der König von Himmel und Erde, von den Himmel und der Erde und alles, was in ihnen ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist der König aller Könige. Derjenige, der die Macht besitzt, subhanahu wa ta'ala, der Leben gibt, der Tod gibt, der Recht leiten kann, alleine subhanahu wa ta'ala und in die Irre leiten kann. Er ist derjenige, der das wahre Königreich besitzt. Er gibt es, wem er will, und er nimmt es, von wem er will, subhanahu wa ta'ala. Das ist Allah. Diese Sache ist eine Bestätigung dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und Erden beherrscht. Er leitet sie, wie er will. Er macht in diesen Himmel und diesen Erden, was er will. Alles, was wir sehen, an Guten und Schlechten, läuft mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben über den Vers auch gesprochen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Sag, O Allah, du bist der wahre Bewahrer des Königreichs. Du gibst das Königreich und die Macht, wem du willst. Und du nimmst die Macht von wem du willst. Und du gibst Ehre, wem du willst. Und du gibst die Erniedrigung, wem du willst, die Erniedrigung, die wir heute mit eigenen Augen sehen. Die Muslime heute sind erniedrigt. Die Muslime heute sind erniedrigt bis zum Nullpunkt. Aber die Muslime wollen nicht aufwachen. Das muslimische Blut ist das billigste, die billigste Flüssigkeit auf dieser Erde geworden. Jeder macht mit den Muslimen, was er will. Jeder macht mit den Ländern und dem Reichtum der Muslime, was er will. In Syrien, meine lieben Geschwister im Islam, dieser Farouz, dieser Tyrann, Assad, viele wissen das nicht. Er ist nicht der alleinige Übeltäter, sondern es ist eine Familie, Al-Assad, eine ganze Familie, eine Mafia, die dieses Land, dieses gesegnete Land, Al-Ardu Mubaraka, dieses gesegnete Land in ihre Macht genommen haben und sie haben all die Jahre, 40 Jahre in diesem Land gemacht, was sie wollen. Viele sagen ja, warum sind die Syrer auf die Straße gegangen? Warum kämpfen die? Warum machen die? Warum? Wenn man die Geschichte nicht kennt, dann sollte man am besten den Mund halten. Diese Tyrannen, das ist die ganze Familie, sie haben in Syrien gemacht, was sie wollen. Die Syrer waren erniedrigt. Sie haben mit ihnen gemacht, was sie wollen. Bis zu einem Punkt, dass sie den Tashayyu', den Schiismus in Syrien unterstützt haben und verbreitet haben, dass Tausende von Syrer, Kinder, Frauen, Mädchen, Schia geworden sind. Das war kurze Zeit, bevor diese Revolution dort yani entfacht worden ist. Mit Allahs Erlaubnis. Alles hat seine Hikma. Wir sehen, oh, guck mal, da wird getötet. Aber alles hat seine Weisheit. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, die Muslime sind erniedrigt. Heute, wenn du sagst, ich bin ein Muslim, ja, man schämt sich sogar. Viele Brüder schämen sich, zu sagen, ich bin Muslim. Ich bin Araber. Ich bin Türke. Ich bin Albaner. Ich bin Bosnier. Schämen sich. Warum? Weil sie erniedrigt sind. Und warum sind sie erniedrigt? Weil sie den Islam, die Religion, hinter ihren Rücken gelassen haben.
Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt die Erniedrigung, wem er will. Und diese Erniedrigung können wir nur aufheben, indem wir zurück zu unserer Religion gehen. Das heißt, derjenige, der zurück zu seiner Religion geht und der an seiner Religion festhält mit allem, was er kann, mit den Backenzähnen, dieserjenige bekommt Ehre von Allah subhanahu wa ta'ala und Stolz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er geht durch diese Straßen mit erhobenem Haupt. Warum? Nicht, weil er viel besitzt, weil er Geld hat, weil er Macht hat. Nein! Weil er an der Religion Allah subhanahu wa ta'ala festhält. Und deswegen gibt ihm Allah subhanahu wa ta'ala Stolz und Ehre. Und das gehört zum Königreich Allah subhanahu wa ta'ala und zu seiner Macht. Wenn man den Glauben hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der das Königreich besitzt, dann bedeutet das, dass man die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala alleine widmet. Und dass man die Religion Allah subhanahu wa ta'ala alleine widmet, keinem anderen. Man betet nicht, weil die Eltern das sagen. Man trägt kein Niqab und kein Khimar und kein Hijab, weil es dem Mann gefällt. Man betet nicht in der Moschee, weil die Brüder einen loben. Nein, man macht alles nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das gehört zum Glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der die Macht hat. Deswegen, und genauso gehört es zum Glauben, dass man nicht verzweifelt, wenn man die Ungerechtigkeit auf dieser Erde sieht, die Ungerechtigkeit, die den Muslimen widerfährt. Es gehört zum Glauben, dass man sagt, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala und wir haben es mit unseren Taten begründet und Allah subhanahu wa ta'ala besitzt die Macht. Wenn er will, sagt er, komm, ein Wort, sei und es ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, von den einen zur anderen Minute, ändert Allah subhanahu wa ta'ala alles. Aber die Frage ist, haben wir uns geändert? Oder sind wir bereit, uns zu ändern? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten, meine lieben Geschwister im Islam. Weil Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht über alles. Aber sind wir in der Lage, zu ändern, uns zu ändern, unser Leben zu ändern, unsere Gedanken zu ändern? Ja? Wo sind wir? Die Moscheen sind leer. Auch hier, meine lieben Geschwister im Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Warum kommt ihr nicht zum Jama'ah-Gebet? Die Brüder sagen mir, ein paar Brüder kommen hier, Ältere und die anderen. Also keiner kann mir von euch erzählen, dass man 24 Stunden lang auf der Arbeit ist. Das kann keiner hier behaupten. Deswegen, wo seid ihr? Warum kommt ihr nicht zum Masjid? Die fünf Gebete, nicht alle fünf Gebete natürlich schafft man, aber ein paar. Wo sind wir? Warum kommen wir nicht zur Moschee? Dieses Haus ist das Haus von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht mein und dein Haus. Wir müssen dieses Haus ehren, indem wir zu diesem Haus kommen. Und indem wir dieses Haus pflegen. Aber wo sind wir? Nur die Alten kommen zur Moschee. Ist das keine Schande für uns? Ist das nicht eine Schande, eine Blamage für einen Jugendlichen, dass es nicht mal schafft, zur Moschee zu kommen? Deswegen keiner kann mir hier sagen, dass er 24 Stunden arbeitet. Wir alle arbeiten, wir alle haben unsere Dinge, die wir klären müssen, die wir machen müssen. Aber keiner kann mir erzählen, dass er ein Gebet am Tag nicht in der Moschee beten kann. Und ihr wohnt ja alle. Ihr alle wohnt hier in der Nähe. Warum kann man das nicht schaffen? Warum schafft man das? Wallahi, Brüder. Ich kenne Brüder, die sind damals oder noch heute, fahren sie mit dem Fahrrad zur Moschee. Fünfmal am Tag. Nicht 5 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde fahren die mit dem Fahrrad. Oder sogar teilweise mit dem Zug. Ja, fahren sie zur Moschee. Sie wollen das Gebet in der Moschee vollziehen. Aber wo sind wir? Wir haben ein Auto, wir leben direkt hier nebenan, wohnen wir. Und wir schaffen es nicht, in der Moschee zu beten. Diese Dunja, die du hast, die dich vom Gebet abhält. Du wirst nach dieser Dunja gefragt, erstens. Wie hast du dieses Geld verdient? Wo hast du dieses Geld verdient? Wo hast du dieses Geld ausgegeben? Zweitens wirst du für diese Dunja bestraft. Warum? Weil diese Dunja hat dich vom Gebet abgehalten. Diese Dunja, die du hast, Arbeit, Geld, wie auch immer, du wirst dafür bestraft, weil es dich von der Religion abgehalten hat. Weil viele heute lassen den Bart nicht wachsen wegen der Arbeit. Sie werden für diese Arbeit bestraft. Viele heute, sie beten nicht. Oder beten nicht regelmäßig,
alle Gebete zusammenfassen zu Hause. Warum? Weil sie sagen, ja, Arbeit. Sie werden für diese Arbeit bestraft. Genauso die Frau. Freundinnen. Warum trägst du deinen Hijab nicht richtig? Ja, meine Freundin, sie wird für diese Freundinnen bestraft. Deswegen, meine Geschwister, das ist kein einfaches Spiel. Das ist der Glaube daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Königreich besitzt. Und das bedeutet, dass wir die Religion Allah subhanahu wa ta'ala widmen, indem wir Gas geben. Indem wir uns bemühen für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel im Koran, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Hoch und erhaben ist Allah, der König, die Wahrheit, der wahre König. La ilaha illahu. Es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird, außer er, Allah. Rabbul Arsh al-Karim, der Herr des edlen Thrones, subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, die Anbetungen sind viele. Unter anderem ist es Anbetung, wenn man jemand anderen gehorcht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist auch eine Art der Anbetung. Wenn du deiner Frau gehorchst, wenn du deinem Mann gehorchst, in einer Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, und du es als erlaubt siehst, obwohl du weißt, dass es verboten ist, dann ist das auch eine Anbetung. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, die Anbetung kann vieles sein. Viele folgen ihren Eltern und ihren Familien. Wenn man ihnen sagt, praktiziere deine Religion, sagt er, ja, meine Familie, Bruder. Ja, mein Land, mein Dorf, meine Stadt. Das gehört auch dazu, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sie haben neben ihm, Allah, Götter genommen, die nicht erschaffen können und die selber erschaffen wurden. Sie haben für ihre Seelen, für sich selber nichts. Sie tragen für sich selber keinen Schaden und keinen Nutzen. Und sie tragen keinen Mord, keinen Tod und kein Leben. Und sie haben keine Macht über die, ja, über die, die Wiedererweckung. An-Nushur, das heißt, dass die Menschen wiedererweckt werden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das zeigt uns die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Er lässt die Nacht in den Tag hineingehen. Und den Tag in die Nacht hineingehen. Stellt euch mal vor, guck mal immer, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Gab es mal eine Zeit, wo es eine Woche nur Tag gab? Gab es mal eine Zeit, wo es einen Monat nur Nacht gab? Nein, alles funktioniert so, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Tag, Nacht, Montag, Dienstag, Mittwoch, die Tage, die Monate, die Jahre. Und das gehört zur Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Kann jemand von den Menschen, so groß wie sie tun, kann jemand den Tag ändern und zur Nacht machen? Niemals. Kann jemand die Nacht zum Tag ändern? Niemals. Kann jemand die Tage ändern, die Monate, die Jahre ändern? Niemals. Nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und das ist die Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du vor deinem Chef stehst, dann musst du diesen Glauben tragen, dass Allah derjenige ist, der Macht hat über alle Dinge. Derjenige ist, der die Nacht in den Tag hineinbringt und den Tag in die Nacht hineinbringt. Dass er derjenige ist, der den Monat bestimmt, die Tage bestimmt, die Jahre bestimmt. Mit diesem Glauben musst du dort rausgehen. Mit diesem Glauben, diesem festen Glauben, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Mit diesem Glauben werden wir Berge versetzen können und unser Leben ändern können. Aber ohne diesen Glauben bleibt alles so, wie es ist. Bis wir sterben und bis wir gefragt werden über unser Leben, über Allah, über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und dann sagen wir nur noch, ich habe das gesagt, was die Leute sagen. Warum? Weil man hat keinen wahren Glauben getragen, möge Allah uns vergeben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Er, Allah subhanahu wa ta'ala, hat die Sonne und den Mond gegeben. Er hat sie gegeben und er stellt sie subhanahu wa ta'ala und er erhält sie und behält sie subhanahu wa ta'ala. Und er leitet sie. كُلُّنْ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى. Alles läuft zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde vernichtet. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ. Dies ist euer Herr. Allah, derjenige, der die Macht besitzt. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Und diejenigen, die ihr Leben Allah subhanahu wa ta'ala anruft, sie besitzen nichts, nicht mal wie diese Haut von dem Al-Alfa, wenn man die Dattel ausspuckt, dieses
Körn, dieser Korn, diese Saat, da ist ja so eine Haut, diese kleine Haut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Götter, diese falschen Götter, die neben Allah subhanahu wa ta'ala anrufen werden, sie haben nicht mal die Macht über sowas. Sie besitzen nicht mal das. Sie besitzen gar nichts. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Leben gegeben. Allah versorgt sie, Allah gibt ihnen. Und dann werden sie neben Allah subhanahu wa ta'ala angebeten, möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, dass diese Dua in Surat Ali Imran tut, den Mulka man tasha wa tanzi al Mulka man tasha. Du nimmst das Königreich von dem, den du willst, und du gibst das Königreich und die Macht dem, den du willst. Und derjenige, der nichts besitzt auf dieser Erde, nicht mal seine eigene Seele, dieserjenige darf nicht etwas anderes nehmen, Allah subhanahu wa ta'ala anbieten. Denn der Diener Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass die Anbetung ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Viele Muslime, wenn man mit ihnen redet über das Gebet, sagt er, ja Bruder, guck mal, ne, ich bin Muslim, aber ich bin schwach und so weiter. Viele wissen nicht, meine Geschwister, dass das Gebet und das Halten an der Religion das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Sein Recht, was du ihm geben musst. Wie? Ich muss Allah subhanahu wa ta'ala etwas zurückgeben? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Recht, was er zurückbekommen muss von uns. Was ist das? Das ist die Anbetung. Und deswegen sagt Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam zu Mu'ad ibn Jabal, ja Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, wa ma haqqul ibadi ala Allah. Er sagt, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist? Ein Recht, was wir ihm schulden, was wir ihm zurückgeben müssen. Und weißt du, was das Recht Allahs ist? Und weißt du, was das Recht Allahs ist gegenüber seinen Dienern? Weißt du, was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Das ist eine Schuld, ein Recht, was Allah ihnen zurückgibt. Er sagte, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen am besten. Er sagte, das Recht Allahs ist, dass man ihn anbetet und ihm nichts beigesetzt. Das heißt, dass man betet, dass man fastet, dass man den Hijab trägt, dass man vernünftig ist, der Koran praktiziert, die Sunna praktiziert. Das ist das Recht Allahs. Dass man den Bart wachsen lässt, dass man die Gebete einhält, dass man sich von Haram fernhält, von den Sünden fernhält. Das ist das Recht Allahs. Das Recht von Allah, die Schuld, die wir ihm zurückgeben müssen. Und dann sagt er, und das Recht der Menschen gegenüber Allah ist was? Wenn sie dies tun, wenn sie Allah alleine anbeten, dann was sie können mit der Zunge, mit dem Herzen, mit den Taten, dann lässt er sie ins Paradies eintreten. Oder wie er gesagt hat, ja, dass er niemanden bestrafen wird mit dem Feuer, der Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Deswegen, wir müssen unser Leben Allah widmen. Dieses Leben, wie die Gelehrten sagen, ja, sie sagen, hadi dunya sa'a, faj'alha ta'a. Dieses Leben, meine lieben Geschwister, ist nur eine Stunde. Ganz schnell, fragt mal die Alten unter uns. Wie lange war dein Leben? 60, 70 Jahre alt. Er sagt, das war wie Augenzwinkern. Einmal so, 60, 70 Jahre sind vergangen. Morgen kann es zu spät sein, deswegen müssen wir unsere Anbetung Allah widmen, unser Leben Allah widmen. Wir müssen für Allah subhanahu wa ta'ala leben. Warum? Weil er hat uns das Leben gegeben. Und guck mal, wie unverschämt der Mensch ist. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna l'insana la dhulumun kafar. Wahrlich, der Mensch ist ungerecht und undankbar. Schau mal, Allah hat ihm das Leben gegeben. Allah fordert von ihm nicht viel. Er sagt ihm, guck mal, das Leben, was ich dir gegeben habe, widme es mir. Widme dieses Leben, was ich dir gegeben habe, mir. Widme dein Leben mir. Sei vernünftig. Sei gottesfürchtig. Bete nur mich an. Allah subhanahu wa ta'ala fordert nicht viel. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und damit schließe ich ab, dass ein Mann, der alles besessen hat hier auf dieser Erde, Allah subhanahu wa ta'ala will ihn in die Hölle reinschmeißen, weil er Käfer gewesen ist und als Käfer gestorben ist. Und er sagt ihm, wenn ich dir die Erde geben würde, und alles, was auf ihr ist, würdest du dich von der Hölle damit befreien? Also würdest du das nehmen, um dich von der Hölle jetzt zu befreien? Sagt er, ja. Natürlich. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, ich habe von dir viel weniger erwartet. Ich habe von dir viel weniger verlangt. Ich habe von dir nur verlangt, dass du mich alleine anbetest und mir nichts beigesetzt.
زي ميول الله سبحانه وتعالى فيجيب ونصر الدين على الله سبحانه هذا الله وقال سبحانه وتعالى وبحمدك الشهر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.